Hallo Leute, hier ist wieder euer Killer GmbH und euer Patrick und wir sagen euch heute unsere Meinung zu COD Ghosts. Ja. So, Kurzfassung. Ja, und der Killer GmbH spielt hier live praktisch. Ich schaue nur zu. Ja, und... Und ich mach mal alles auf Stumm. Genau, schnell, damit wir hier nicht zugeheult kriegen. Ja, also unsere Meinung zu Call of Duty Ghosts heute live. Ja. Und dann werden wir vielleicht ja auch ein paar von den Sachen live miterleben, über die wir jetzt reden wollen. Ja. Und fangen wir mal mit dem Ladebildschirm an. Das Laden kommt mir ewig vor. Ja, also definitiv länger. Also nett, dass die Karte da zu sehen ist, aber ja, dann kommt einem lang vor, aber gut. Aber Karten, die Karten, so, kann man jetzt sagen, zum Beispiel jetzt mal, um gleich aufs nächste Thema überzugehen, sind meiner Meinung nach auf jeden Fall einige deutlich größer als in Black Ops 2. Auf jeden Fall gefühlt. Und also auf den Next-Gen-Versionen sind es mehr Spieler, hast du gesagt, ne? Bis zu 18, soweit ich weiß. Und hier sind es bis zu 12, ne? Ja. Genau. Und das merkt man auf manchen Karten mehr, auf manchen Karten weniger. Also manche Karten werden mit 18 Spieler schon deutlich besser bedient. Ja. So, und was gibt's? Aber ich finde, ja, das ist wieder, finde ich, ähnlich wie bei MW3 oder so. Na gut, Black Ops ist natürlich da schwieriger Vergleich, also Black Ops 2, aber es wirkt halt alles wieder so grau, irgendwie ein grauer Einheitsmatch, alles. Also das ist schon aufgefallen, die Karten haben weniger, sagen wir mal, Wiedererkennungswert oder rein vom Optischen unterscheiden sie sich deutlich weniger als zum Beispiel bei Black Ops 2. Ja, Black Ops 2 ist nicht so bunt und so. Hatte man eben jetzt mal als Beispiel, also wir nehmen jetzt einfach natürlich die ganze Zeit Black Ops 2 als Beispiel, ist ja klar, ist ja das letzte COD, das wir dann so gespielt haben. Black Ops 2 hatte man eine Yacht, eine Station im Dschungel, was weiß ich alles. Und hier ist es halt größtenteils zerstörte Gebäude. Nebenbei bemerkt, die Karte habe ich noch nie gespielt, also... Okay, ja, habe ich auch noch nie gesehen, aber... Wahrscheinlich werde ich ziemlich verkacken. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, es ist halt optisch ziemlich ähnlich alles. Also die Karten, so. Ja. So, und dann, wie gesagt, sie sind größer, was auch zum nächsten Punkt führt. Man wird deutlich öfter auf ziemlich weite Distanz gekillt als zum Beispiel in Black Ops 2. Da kannte man dann irgendwann die Sniper-Punkte und konnte denen gezielt aus dem Weg gehen. Und hier ist schon relativ oft, dass man über die halbe Map weggetötet wird und ja, nicht wirklich also weiß wo. Also Scharfschützengewehre werden hier auch mehr, also wird deutlich mehr Hardscope ist hier zu sehen. In Black Ops 2 gab es ja fast gar nicht. Ja. Und dieses komische Visier, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist der, eigentlich keine Ahnung, scheiße ist. Neue, ich will es auf keinen Fall. Neue Zielsuche ist. Den drauf machen. Außerdem gibt es hier überall stehen diese Satcoms rum, die ja die Drohne ersetzen. Ich versuche mal darüber zu springen. So, jetzt haben wir eigentlich schon zwei Themen angesprochen, über die wir noch reden wollen, nämlich Punkteserien und Visiere, Waffen aufsetzen. Was gibt's? Mit was fangen wir an? Ja, fangen wir mal mit den Waffen an, oder? Ja, Waffen, was gibt's Neues an den Waffen? Also Neues, na Klammer, Standardwaffen, Sturmgewehre, MPs, Schrotflinten, Einsatzschild gibt's auch wieder. Dürfte die wenigsten interessieren, Scharfschützengewehre und so weiter und so fort. Und es gibt eine neue Waffenklasse, nämlich die, wie heißen sie? Die DSR oder DR? Keine Ahnung. Wenn wir es jetzt noch wüssten. Auf jeden Fall sind das die Einzelschusswaffen, also die Einzelhall. Ich weiß gar nicht, welche sind das. Also vergleichbar mit der Fall zum Beispiel aus Black Ops 2. Ja, aber eigentlich langsamer. So. Und sie haben auch ein Zielfernrohr, also ja, ist eben eine Mischung aus Scharfschützengewehr und Sturmgewehr, wie es eigentlich die Entwickler schon vorher angekündigt haben. Kommt drauf an, wie man sie spielt. Also es gibt Visiere für die Dinge, die vergrößern, und es gibt ganz normale Rotpunkt-Visiere für das Teil und so, ne? Also, ja, man kann es als Art Sturmgewehr, aber auch als Art halbautomatische Sniper spielen. Ja, aber ansonsten zu den Waffen nicht ist im Moment schwer zu sagen. Also es gibt viele Waffen, die quasi von Anfang an bestimmtes Extra quasi drauf jetzt haben. Jetzt zum Beispiel die hier, der Killer GmbH, die hat einen integrierten Schalldämpfer, das heißt, zu jedem Visier gibt es einen Schalldämpfer, zu jedem Aufsatz gibt es noch einen Schalldämpfer dazu. Also nein, es ist halt immer einer dabei. Im Moment lässt sich sonst relativ wenig über die Waffen aussagen.
denn es ist ja noch neu, wir haben die meisten Waffen noch gar nicht getestet und das liegt auch an den Teampunkten oder Teampunkte? Ja, Teampunkte oder Trupppunkte. Trupppunkte, genau. Genau. Nicht Druckpunkt, sondern Trupppunkt. Das ist übrigens hier auch eine neue Abschlussserie, dass man die Gegner so sieht und das weiß ich nicht. Ja. Und dadurch hat man, also man hat einen Vorteil in Anführungszeichen, dass man alle Waffen quasi von Anfang an freischalten kann. Also die Trupppunkte verdient man auch durch das Erfüllen von Aufträgen eben oder Levelaufstieg, so die Sache. Ja. Man kann von Anfang an alle Waffen freischalten, allerdings braucht man eben diese Trupppunkte. Und da man ja nicht wirklich weiß, was gut oder schlecht ist, will man die nicht alle gleich ausgeben, man kriegt da nicht so viele. Und von dem her ist es jetzt am Anfang zumindest erstmal schwierig, sich für eine was Waffe. Man da jetzt man bleibt holen halt soll. Bei man, einer, ja, man bleibt bei so der, die man am Anfang freigeschalten hat. Aber und eben hat dann halt keine Ahnung, ob es was besser, was schlechter wäre. Aber alles sind von Anfang an zur Verfügung eben. Ja, und da erwähnt sollte man vielleicht auch noch, jedes Visier, beziehungsweise jeder Aufsatz kostet auch nochmal extra Trupppunkte. Also die muss man sich extra kaufen praktisch. Die werden nicht durch Waffenlevel, also sowas wie Waffenprestige gibt es nicht mehr, sondern die sind auch alle von Anfang an verfügbar. Und die muss man sich eben auch dazu kaufen. Ja. Gut, dann, so, was gibt's sonst noch? Also Extras zum Beispiel, die hat man nicht von Anfang an. Die muss man durch Level frei spielen. Was, weiß nicht, ob man das jetzt für gut oder schlecht halten soll. Ja. Kommt drauf an. Also am Anfang hat man jetzt halt nur so schlechte Extras und das führt auch dazu, dass im Moment, also es ist wie bei MW3, gibt es drei Arten von Abschussserien. Ja. Und zwar einmal Sturm, Unterstützung und Spezialist. Und Spezialist ist bekanntermaßen, okay, jetzt bin ich irgendwie im Wasser fast ertrunken. Und also da kann man ja eben, kriegt man als Abschlussserien Extras. Ja. Und er versteckt sich und im Wasser. Da die Extras aber alle nicht freigeschaltet sind, bringt die Spezialisten Abschussserie jetzt erst was mit ziemlich späterem Level, da man sonst die meisten gescheiten Extras, die man anfangs halt wahrscheinlich sowieso schon in der Klasse hat und eben nicht noch weitere braucht. Ja, und man hat eben normalerweise 8 Punkte quasi für Extras. Ja. Und die Extras brauchen unterschiedlich viele von diesen Punkten. Wenn man jetzt am Anfang aber überwiegend schlechtere quasi hat, und man, ich bin gerade recht schlecht, wo wir schon bei schlecht sind, nee, aber schlechtere hat, hat man natürlich eben die weniger Punkte brauchen am Anfang. Und das führt natürlich dazu, dass man dann relativ viele hat. Und dann von dem her lohnt es den Spezialisten sowieso nicht, weil man dann nichts mehr groß, was noch irgendwie was einem helfen würde, außer das, was man schon eh drin hat, haben könnte. Außerdem ist es so, dass man hier relativ viele Extras hat, vor allem ich spiele dann eigentlich auch immer noch ohne Sekundärwaffe und Taktikgranate. Und das bedeutet, man kann nochmal ein, zwei Extras mehr, beziehungsweise ein, zwei extra Plätze mehr einschalten, genau. Ja, das führt halt dazu, also man hat hier schon deutlich mehr Extras, so wie jetzt in anderen. Dafür haben sie auch ein paar Extras, sind jetzt nicht so umfangreich mehr. Ja, also zum Beispiel der Extras gibt es eigentlich die Standardversion. Teilweise wurde, glaube ich, sogar ein Extra dann in mehrere aufgeteilt oder so. Also Extras, die mir jetzt gerade so einfallen, die es gibt, ist eben schneller nachladen. Das gibt es jetzt nicht mehr wie in Black Ops 2 als Waffenaufsatz, sondern eben ist wieder ein Extra, schnelleres Zielen nach dem Sprint. Ja, alles mögliche. Und dann gibt es noch ein paar Extras, die sind neu und über die, ja, da muss man, glaube ich, erst noch so nachdenken. Weil zum Beispiel das Extra, das mit je mehr Kills man in einem Leben hat, der Schaden steigt, ist ja, das kostet dann zwar ziemlich viel, aber ist ja auch schon recht, ja, was soll man dazu sagen? Ja, steigender Schaden, finde ich. Oder dann gibt es eins, Sprengwaffen machen mehr Schaden. Oder es gibt, dann gibt es natürlich wieder kein, oder weniger Schaden durch Sprengwaffen und so weiter und so fort. Nicht allerdings sichtbar für Geschütze. Ja, ich würde nicht mal anfangen, über die Dinge zu reden, die nicht so toll gelaufen sind, weil das meiste von dem, was sie jetzt aufgezählt haben, finde ich durchaus positiv oder zumindest in Teilen. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu den negativen Punkten, denn das ist wahrscheinlich das, was ihr eher hören werdet, wenn ihr jetzt irgendwen fragt. Und
Ja, also zum einen, jetzt fangen wir mal hier über die Abschlussserien. Also vorhin wurde ich von einem Hund getötet. Die Hunde gehen schon auf die Nerven, ja. Weil jeder ständig mit den Hunden rumrennt. Und die und Hunde, die hört man nicht wirklich oder meistens rennen die dann noch so um die Ecke auf einen zu, wenn man ihren Besitzer schon lange gekillt hat eben. Ja, und wenn der Besitzer dann eben tot ist, dann rennen die Hunde quasi allein quer durch die, über die Karte. Und das führt dazu, natürlich dazu, dass sie, obwohl sie eigentlich eher als Begleiter gedacht sind, dann irgendwo mitten auf der Karte einen töten. Ja. Und ja, also der Heli ist auf jeden Fall auch deutlich stärker, weil die gerade einen Heli haben oder hatten, ja. Als wir das bisher von COD gewohnt sind. Und so langsam wird es echt schlecht hier. Also ich bin schon ganz schlecht eigentlich. Aber ja gut. Ja. Abschlussserien, ja, muss man mal sehen, wie schlimm das dann noch auf Dauer wird. Ja. Allerdings, was deutlich schlimmer ist, ist das Spawn-System. Ja. Ja. Also es kommt eigentlich ganz oft, also ziemlich oft vor, dass man im nahen Umkreis, von wo man spawnt, die Gegner sind, oder auf jeden Fall ein Gegner ist. Auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe ist es schon, also nicht gerade wenig, sag ich mal. Und dann kann es sein, dass man durchaus mal spawnt und auf einmal läuft ein Gegner an einem vorbei, was dann schlecht für den Gegner ist natürlich. Andererseits kann es auch sein, dass man spawnt, kommt aus der Ecke, also meistens spawnt man ja in irgendeiner Ecke, macht drei Schritte und wird getötet. Also es ist sehr, ja, also nicht so gut. Einfach. Ja, also spawnen, das geht schon echt auf die Nerven. Ja. Und insgesamt, ihr habt ja auch schon gemerkt, ich wurde jetzt öfter von hinten getötet und oft denkt man dann irgendwie so, ah, was war das für ein Camper oder so. Dann schaut man sich die Abschlusskamera an und, das und stellt fest, der hat da gar nicht gecampt, sondern der ist da gerade erst hergekommen. Ja. Und das ist dann schon sehr nervig. Ja. Außerdem, gut, das Spiel ist jetzt vorbei und mein Team hat gewonnen. Ja. Und das ist auch nochmal was, was ich erwähnen möchte. Vielleicht können wir dafür auch kurz warten, bis wir in der Lobby sind. Dann kann ich euch mal kurz was zeigen. Gut, 10 zu 15 ist jetzt nicht so toll, aber bis jetzt sind ja. Wir sowieso irgendwie schlechter wie in Black Ops 2, würde ich sagen. Deutlich schlechter. Ja, also wobei ich eigentlich auf jeden Fall. Im Moment geht es noch einigermaßen. Ich bin deutlich schlechter. So. Und jetzt schaut mal hier an. Okay, meine KD wird echt gerade immer schlechter, das nervt mich auch. Aber schaut euch mal das Sieg-Niederlage-Verhältnis an. Das war sogar schon bei unter 0,15 und ich gehe jetzt mal schnell wieder aus der Lobby, sonst ist es ja. Zu spät. Also Matchmaking scheint hier bis jetzt... Kannst du ja einfach noch kurz so nebenbei den Soldaten-Editor zeigen. Ja, kann ich. Also Matchmaking ist bis jetzt wirklich schlecht, sag ich mal. Denn ich verliere, also ihr habt ja gesehen, nicht mal jedes fünfte Spiel gewinne ich. Der Rest ist also immer verloren. Das Balancing ist einfach... nicht so, wie es sein sollte, sagen ja. Wir mal. Also jetzt gehen wir noch mal kurz hier auf den Soldaten-Editor ein. Und zwar einmal hat man hier 10, oder? Ja, ich glaube, ja. Es sind 10 verschiedene Soldaten. Man kann sich am Anfang auch einen aussuchen. Und für jeden Soldat hat man, so scheint es zumindest, 6 Waffenklassen. Ja. Und, ja gut, dann das Übliche halt. Ja. Hier hat man eben diese ganzen Haufen Extras. Also es gibt hier deutlich größere Auswahl und ja, muss man schauen. Ich habe jetzt eben noch nicht viel freigeschaltet, seht ihr ja. Und ja, ich habe jetzt keine Taktikgranate, keine Sekundärwaffe, bla bla bla. Es gibt allerdings eben keine Punkte wie in Black Ops 2, aber man kann, wenn man Sachen weglässt quasi, eben wie Sekundärwaffe oder Taktik, wobei Aufsätze zählen dabei nicht dazu, dann kann man hier noch 1-2 Punkte extra kriegen. Ja. Und dann kann man den Soldat eben noch optisch anpassen, wie ja, weiß, das schaltet glaub, man das auch. Brauchen wir jetzt nicht zeigen, weil das unspektakulär. Schaltet und man jetzt einmal noch kurz hier, das haben wir vorhin erwähnt, dass ihr kurz hier die neue Waffenklasse. Also die haben alle standardmäßig ein Zielfeuerrohr, kann man aber auch weglassen. Ja. Und wie gesagt, kann man auch mit Rotpunkt und so spielen, ja. Und ja, kann man als Sturmgewehr und. Nur um es nochmal gesagt zu haben, das Aussehen der Soldatenklasse kann man am Anfang nicht wirklich beeinflussen, erst später, wenn man neue Teile freigeschaltet aber hat. Aber ich glaube, es ist auch nicht so spektakulär. Nee. Also, und das war es eigentlich bis dahin ja, auch schon. Also, ich hoffe auf einen Patch, der vielleicht einiges verändert, gerade was ja. Das Spawn-System angeht, aber ich glaube nicht groß. Ja. Hoffen wir, dass es noch besser wird. Bis jetzt ist das Spiel nicht so. Ja.
Das war's. Tschüss. Tschüss.